Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder mit dabei bist. Im letzten Video haben wir zusammen dieses Fahrzeug, den HGP 8x8, grundiert und ihn für die Camouflage-Lackierung vorbereitet. Und ja, heute wird ein für mich sehr spannendes Video, denn ich werde zum ersten Mal mit einer Airbrush-Pistole eine Camouflage-Optik lackieren. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich werde gleich erstmal die Farbe einfüllen und so ein paar Testsprüher machen. Und ja, dann geht es auf alle Fälle los. Was benötige ich hierzu, um diese Camouflage-Optik jetzt hier auf diesem Fahrzeug anzubringen? Also zum einen habe ich das Fahrzeug natürlich schon lackiert. Zum anderen benötige ich hier vorne natürlich meine Airbrush-Pistole, die ich mir für diese Lackierung gekauft habe. Dann habe ich hier zwei Farben von Vallejo. Das sind spezielle Airbrush-Farben. Zum einen ein deutsches Braun und NATO Black. Die beiden Farben habe ich mir geholt und schon passend hier etwas verdünnt mit diesem Vallejo-Verdünner, da ich gehört habe, dass diese Farben von Haus aus noch nicht ganz spritzfertig sind. Also von daher habe ich sie ein bisschen verdünnt. Ich habe hier vorne so zwei Einweg-Schnapsgläschen. Darin werde ich das Ganze nochmal richtig durchmischen, bevor ich es dann hier vorne in den Behälter der Airbrush-Pistole einfülle. Meine ersten kurzen Testversuche werde ich hier gleich auf der Zeitung ausprobieren. Und dann möchte ich tatsächlich hier mit der Ladefläche starten. Ich habe mir vorab ein paar Bilder aus dem Internet gezogen, mal so ein bisschen geschaut, wie das Ganze im Original aussieht und werde das dann jetzt individuell meinen Wünschen anpassen. Ich möchte zum Beispiel hier vorne diesen Dreiecksaufkleber, den möchte ich später nicht mehr sehen. Von daher muss ich den gleich irgendwie überlackieren. Gerade an der Tür ist normalerweise relativ viel Grün, was ich so bei den normalen Fahrzeugen gesehen habe. Von daher muss ich mir da tatsächlich was einfallen lassen. Ich denke, bei der Camouflage-Optik sind der Kreativität soweit keine Grenzen gesetzt. Alle wichtigen Teile habe ich auch hier wieder demontiert. Und zwar unter anderem hier die Ladefläche oder auch die Reserveradaufnahme. Das sind so Sachen, die habe ich vorher runtergenommen, damit ich hier wirklich wunderbar arbeiten kann. Man kann natürlich auch noch hier das Fahrerhaus abnehmen, beziehungsweise hier hinten die Motorhaube. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich gehe erstmal davon aus, dass das auch so hier ganz gut funktionieren wird. Wenn nicht, muss ich mir gleich was einfallen lassen. Nun geht es erstmal los. Ich werde jetzt mit Schwarz beginnen, die schwarze Farbe hier einfüllen und möchte dann ganz gerne hier mit der Ladefläche beginnen, weil ich hier schöne gerade Flächen habe. Drück mir mal die Daumen, dass das alles so funktioniert. Ich nehme dich bei ein, zwei Sprühversuchen, nehme ich dich gerne mit. Ich glaube, das restliche Fahrzeug möchte ich dann tatsächlich in Ruhe machen, da die Kamera doch eventuell ein bisschen zusätzliche Nervosität schafft. Von daher zeige ich dir so die ersten Steps, was ich hier gleich mache. Und dann mache ich ihn ganz in Ruhe fertig. Und dann möchte ich dir natürlich das Endergebnis nicht vorenthalten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Und ja, vielleicht bis gleich. Ich habe mir jetzt hier soweit alles vorbereitet. Du siehst, ich habe jetzt hier erstmal nur die Ladefläche. Ich habe mir hier nochmal mein Bild angeschaut, was ich mir hier runtergeladen hatte. Beziehungsweise fotografiert hatte. Ich glaube, man sieht es so ein bisschen. So, wenn sich jetzt der Eigentümer des Bildes angesprochen fühlt, kann er gerne schreiben, dann lösche ich das Bild nachträglich hier aus dem Video raus. Aber so soll das Ganze später aussehen. Ich habe hier ein paar verschiedene Fotos auch einfach mal gemacht, aus verschiedenen Perspektiven, dass ich dann nochmal gucken kann, okay, passt das alles, ist das so nach meinem Geschmack? Und ja, daran werde ich mich vielleicht so ein bisschen halten, einfach als kleine Orientierungshilfe. Das werde ich mir hier gleich einfach dazustellen. Aber das meiste ist hier tatsächlich gleich Freestyle. Ja, ich habe jetzt hier von Vallejo meine Model Air Farbe in Schwarz gehalten. Habe das Ganze zwar schon ordentlich durchgeschüttelt, aber dadurch, dass ich keine Alukugeln da drin habe, vermengt sich das Ganze nicht ganz so gut. Also hier vielleicht nochmal ein kleiner Tipp. Wenn man das Ganze gut vermengt und immer schön gemischt haben möchte, kann man sich einfach aus dem Bastelbedarf oder sowas, kann man sich so zwei, drei Alukügelchen nehmen. Es gibt so kleine Kugeln und die kann man dann hier reinpacken. Dann klimpert das so ein bisschen wie bei einer Spraydose und man hat halt den Vorteil, dass die Farbe gut durchgemengt wird. Aber diese Kugeln habe ich nicht. Deswegen packe ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen Farbe
hier in mein Einmachgläschen. So, ein schönes Natto-Schwarz. Das Ganze menge ich dann jetzt hier noch einmal richtig ordentlich mit dem Pinsel durch. So. Aber ich glaube, tatsächlich ist die Farbe, sie läuft sehr langsam runter. Also man sagt eigentlich, es sollte, ja, ich sag mal, so eine Konsistenz von Milch haben. Das hat es jetzt hier noch nicht. Das heißt, ich werde die Farbe tatsächlich noch ein wenig verdünnen, was jetzt natürlich schwierig ist, dass ich dann auch wieder genügend Farbe so vernünftig hinbekomme, dass ich auch überall auf dem Fahrzeug das gleiche Schwarz habe. Es gibt nichts Dümmeres, als gleich verschiedenfarbiges Schwarz zu haben. So, gucken wir mal. Packen jetzt einfach mal ein bisschen was dazu hier von diesem Verdünner. Profis bringen mich wahrscheinlich gleich um. Macht aber nichts. Die ersten beiden Sprühversuche werde ich jetzt mal hier vorsichtig einmal austesten. Unter anderem hier auch auf der Zeitung. Mal das Handy hier so ein bisschen beiseite packen. Ja, sprühen tut das Ganze gut. Damit bin ich zufrieden. Jetzt gucke ich mir hier das Ganze nochmal an, wie das so aussieht. Und dann habe ich tatsächlich Schiss und es geht los. Jetzt tatsächlich festgestellt, dass die Farbe doch ein klein wenig dünn ist. Man sieht es vielleicht, also das Ergebnis sieht ja wohl scheiße aus. Also ja, hier gehe ich tatsächlich nochmal mit dem Schuss etwas mehr Farbe rein, mische das Ganze wieder ein bisschen dicker und hoffe, dass es dann besser wird. Menge das Ganze dann nochmal kräftig durch. Ob ich das Ganze hingekriegt habe oder nicht, das siehst du gleich. Ich werde jetzt die Kamera einmal ausschalten, werde mich jetzt hier einmal in Ruhe drauf konzentrieren und mit ein bisschen Glück sehen wir uns gleich wieder. Mit ein bisschen Pech drehe ich den Rest ein paar Tage später, wenn ich mich von dem Schock erholt habe. Wir gucken mal, wo das Ganze gleich endet. Ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Bis gleich. Die Ladefläche ist jetzt soweit, ja, mit schwarzen Camouflage-Flecken versehen. Ich bin eigentlich recht gut zufrieden. Je weiter man weggeht, desto besser wird es. Nein, also ich finde es eigentlich ganz cool fürs erste Mal. Ich bin eigentlich soweit zufrieden. Gut, hier. Ich habe es wirklich individuell gemacht, so wie ich da gerade Lust zu hatte. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch tatsächlich recht gut zufrieden. Jetzt fehlt natürlich nur noch Braun. Aber als nächstes starte ich jetzt mit den Camouflageflecken an der Zugmaschine, an dem Hauptfahrzeug an sich. Und wenn ich das soweit beendet habe, dann zeige ich dir auch dieses. Es ist tatsächlich sehr spät geworden. Was heißt sehr spät? Wir haben es jetzt gerade 11:30. Wir haben es unter der Woche. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Aber das Ganze hat doch länger gedauert, als ich dachte. Ich bin jetzt mit dem schwarzen Camouflageflecken soweit durch. Ich bin auch ganz gut zufrieden. Ich hatte sehr viel Respekt davor, muss aber sagen, dass es tatsächlich im Endeffekt doch nochmal einen kleinen Tacken schwieriger geworden ist, als ich das vorher gedacht hatte. Im Endeffekt bin ich jetzt gut zufrieden. Ich werde mich dann jetzt auch noch
hier an den Braunton machen. Von der Farbe her muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass sich die verdünnte Tamiya-Farbe etwas besser verarbeiten lässt. Aber das nehme ich ganz komplett mal auf meine Kappe, weil ich im Airbrush-Bereich ein totaler Anfänger bin. Und ich davon ausgehe, dass ich persönlich einfach hier einen Fehler beim Mischen gemacht habe. Oder auch, ja, dass ich vom Gefühl her letztes Mal, ich habe ja die Felgen mit der Tamiya-Farbe gemacht, dass es da einfach nicht so auf die Genauigkeit ankam, weil die Felge einfach nur schwarz werden musste. Von daher gehe ich mal davon aus, dass dieses, ja, für mich etwas schwierige Verarbeiten nicht an der Vallejo-Farbe liegt, sondern an meinem persönlichen Empfinden, weil ich das einfach noch nicht wirklich gemacht habe. Gut, ich traue mich jetzt hier mal an die braune Farbe. Ich werde diesmal nicht ganz so viel in meine Airbrush-Pistole füllen. Das hat vorhin dicke gereicht. Verdünnen werde ich das auch nicht mehr. Ich hatte das Ganze ja bereits verdünnt in der Flasche und werde das jetzt nicht nochmal nachverdünnen, weil ich den Eindruck hatte, dass es doch sehr, sehr dünnflüssig im Endeffekt geworden ist. Von daher werde ich jetzt die braune Farbe hier so verarbeiten. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz hier den Zwischenstand, wie das Ganze mit schwarzen Camouflageflecken aussieht, bevor ich dann jetzt hier in den Endspurt gehe, nämlich zum Lackieren der braunen Flecken. Ist drauf und konnte jetzt 12 Stunden trocknen. Wir haben es jetzt mittlerweile wieder Tag. Die Farbe ist soweit trocken. Man kann hier schon vorsichtig drüber gehen. Das ist alles kein Problem. Und so sieht das Ergebnis aus. Also fürs erste Mal bin ich hier wirklich sehr, sehr gut zufrieden und ja, freue mich einfach über die neue Optik von diesem Fahrzeug. Ob du das genauso siehst, das kannst du ja gleich mal, wenn du magst, unten in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich über ein bisschen Feedback zu dem Fahrzeug freuen. Jetzt zeige ich dir das Ganze nochmal im Detail. Siehst du dann, wie wir hier die ersten abgeklebten Felder wieder zum Vorschein bringen und wie wir dem Fahrzeug noch eine etwas realistischere Optik verpassen. Das Ganze werde ich mit Vallejo Wash Farben machen und ja, damit möchte ich dann nochmal so ein paar Highlights setzen, aber wie gesagt, das dann im nächsten Teil. Das war's von mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du fandst es informativ. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, natürlich auch den Daumen nach unten. Aber dann sei so fair und schreib mir kurz rein, was dir nicht gefallen hat. Nur so kann ich meine Videos verbessern. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein World Control RC.